Nur 8 aller aufgehängten Plakate seien vorsätzlich zerstört worden. Und das sei eine relativ gut erträgliche Anzahl. So wurde berichtet. Beim Bürgerdialog der AfD in Radolfzell waren 4 Abgeordnete zugegen. Deren Absicht war, in 4 Vorträgen zu verschiedenen Themenbereichen zu informieren und mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen. Doch denen wurde erstmal vor Veranstaltungsbeginn das Leben, besser gesagt der Gang ins Milchwerk, schwer gemacht. Pauschal beleidigende Worte und Töne waren für die Demonstranten scheinbar Normalität. Jetzt laufen da Leute rein für diese Veranstaltung, die werden ausgebuht nach Strich und Faden, obwohl überhaupt nicht gewusst wird, von wem die sind, was die für Absichten haben. Was denkst denn du dazu? Also ich habe das selber erlebt vor einigen Jahren, als schon mal hier ein AfD-Bürgerdialog in Radolfzell stattgefunden hat. Da bin ich auch mit der Absicht reingegangen, in den Dialog zu treten. Und es war kein schönes Gefühl, da vorbeizugehen, weil ich ja eigentlich da dazugehöre. Aber es war auch kein schönes Gefühl, drin zu sein, weil ein Dialog war nicht möglich. Kann man einen Dialog in solchen Zeiten mit diesen politischen Gegnern führen? Der politische Gegner schließt ja den Dialog mit uns aus. Er sagt, mit denen kann man nicht reden. Wir sind immer für einen Dialog bereit. Wir sind eine gewählte Partei. Ich bin gewählter Abgeordneter. Wenn die Gegenseite sagt, mit mir kann man nicht reden, dann missbrauchen sie einfach oder dann setzen sie das, was Demokratie ausmacht und die parlamentarischen Gepflogenheiten einfach außer Kraft. Auch in Stuttgart im Landtag, wir werden einfach geschnitten. Alles, was von der AfD kommt, egal, es wird gar nicht angeschaut, was da kommt, wird einfach abgelehnt. Das ist die Frage, ob die etablierten Parteien sich das auf die Dauer leisten können. 160 Zuhörer hatten sich schließlich im kleinen Saal des Milchwerks eingefunden. 100 von diesen waren keine Parteimitglieder. Alle 4 Abgeordneten referierten jeweils 20 Minuten über die verschiedensten Themen, so zum Beispiel Gesundheit und Krankenhäuser, Energie- und Klimaförderung, Familienpolitik, Steuern und Haushalte, Abhängigkeiten von der EU und anderen Ländern, Sicherheit im inneren und militärischen Sinne, Migration und damit aufgekommene Probleme. Wir haben grundsätzlich nichts gegen Ausländer. Ja? Aber Leute, die hier unser Sozialsystem missbrauchen, die gehören einfach nicht hierher. Für etwa 10 Bürger gab es dann noch die Gelegenheit, Fragen zu stellen und daraufhin Antworten zu erhalten. Die erste Frage, Sie haben vorhin der riesige Beamte-Ding, was mir Arbeit angesprochen. Wenn Sie den viel kleiner wollen, was machen Sie mit einem ganzen Beamten denn? Haben Sie als AfD einen substanziellen Grund, warum die Regierung die Leute, die ja auch Mensch sein wollen, in irgendeiner Form und leben wollen, ihr eigenes Land so an die Wand fahren? Das ist die Komplexität, die sich die Politik selbst schafft. Sie sind Gefangener ihrer eigenen Handlungen. Und es gibt dann für sie nur noch einen Schritt drauf. Das ist das Problem. Und das haben wir über Jahre zugelassen. Seltsamerweise hat es zu einem Thema keine Nachfragen gegeben, das doch allzu viele Bundesbürger bewegt. Krieg und Frieden. Deswegen an dieser Stelle nochmals der Abgeordnete Bernhard Eisenhut. Dieser schreckliche Krieg in der Ukraine. Aber ich denke, da muss man tiefer schauen. Und für die AfD, unsere Position ist, wir sollten uns hier wirklich neutral verhalten. Dasselbe gilt auch für Israel und den Gazastreifen. Gerade Deutschland sollte sich in diesen Fragen neutral verhalten. Und die jetzige grüne Regierung, die geworben hat mit keine Waffen in Kriegsgebiete und jetzt nach unserer Meinung einer der größten Kriegstreiber ist und Waffen dorthin liefert. Also mit Waffen ist noch nie ein Frieden geschlossen worden, sondern nur mit Diplomatie. Die Hoffnung auf Friede möge also erhalten bleiben.
ob im Äußeren, aber auch im Inneren, in unser aller Lande.